Hallo, ich bin Jöran Moos-Meyerholz und das hier ist ein Mobile. In diesem Video möchte ich erklären, inwieweit die Metapher vom Mobile mir geholfen hat, Veränderungen in Organisationen, wie zum Beispiel in Schulen, besser zu verstehen. Außerdem geht es darum, wie die Rolle neuer Medien bei solchen Veränderungsprozessen betrachtet und eingeordnet werden kann. So ein Mobile hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn ich eine Komponente antippe, kommen auch andere Komponenten in Bewegung. Allerdings kann ich nur sehr begrenzt voraussagen, welche anderen Komponenten sich wie stark und in welche Richtung bewegen werden. Das liegt daran, dass die von mir in Bewegung gesetzte Komponente möglicherweise zunächst nur ein oder zwei andere beeinflusst. Aber diese Komponenten haben wiederum Einfluss auf noch andere Komponenten, die selbst in Bewegung geraten. Und diese Bewegung nimmt nicht nur Einfluss auf noch weitere Komponenten, sondern sie hat auch Rückwirkungen, also Auswirkungen zurück auf die von mir ursprünglich angetippte Komponente. Durch diese Komplexität kommt Bewegung in das ganze System, ohne dass ich vorhersagen kann, was genau passieren wird. Ein Mobile ist eine hilfreiche Metapher, um die Funktionsweise sozialer Systeme zu beschreiben. Ein solches soziales System ist zum Beispiel eine Familie, eine Sportmannschaft oder eine Schule. Auch hier gilt, Veränderungen an einer einzelnen Stelle können Konsequenzen auf das große Ganze haben. Impulse an einer Stelle können direkte Auswirkungen, indirekte Auswirkungen und Rückkopplungen auslösen. Das gilt sowohl für Personen als auch für andere Gegenstände, wie zum Beispiel Regeln innerhalb eines Systems. Ein paar Beispiele. Wenn in einer fünfköpfigen Familie der 14-jährige Jugendliche schrecklichen Liebeskummer hat, kann das gesamte Familienleben beeinflussen. Wenn eine Trainerin in einem Fußballteam eine neue Torhüterin etabliert, kann das Auswirkungen haben, die deutlich über den Torraum hinausgehen. Wenn in einer Schule die Standardtaktung von Unterricht von 45 auf 90 Minuten verändert wird, dann verschiebt sich nicht nur etwas hinsichtlich des Zeitmanagements aller Beteiligten. Solche Veränderungen sind manchmal direkt und äußerlich sichtbar, manchmal vollziehen sie sich aber auch mit Zeitverzug und im Verborgenen. Diese Mobilehaftigkeit von sozialen Systemen ist der Grund, warum es oft nicht ausreicht, isoliert auf eine einzelne Komponente zu schauen, wenn man größere Veränderungen verstehen oder sogar unterstützen will. Man kann die Metapher noch weiter treiben. Wenn bei einem Mobile eine einzelne Komponente blockiert oder eine Verbindung verknotet ist, gerät auch das Gesamtgefüge ins Stocken. Umgekehrt gilt aber auch, in einem Mobile mit gutem Gleichgewicht gibt es viel Spielraum für Veränderungen. Mithilfe der Mobile-Metapher kann man jetzt über ganz unterschiedliche Fragen nachdenken. In diesem Video möchte ich zu einer besonderen Frage in die Tiefe gehen, nämlich, welche Rolle spielen neue Medien, wenn man sie in der Mobile-Metapher verorten will? Eine erste Möglichkeit besteht darin, die neuen Medien einfach als eine zusätzliche Komponente in diesem Mobile zu sehen. Dann kann man sich fragen, welche Form, welche Größe, welches Gewicht hat diese neue Komponente? Wie ist sie beschaffen? Mit welchen anderen Komponenten hängt sie direkt zusammen? Mit welchen Komponenten hängt sie indirekt zusammen? Und inwieweit gibt es durch Bewegung im Mobile auch Rückkopplungen zurück zu dieser neuen Komponente? An dieser Stelle wird übrigens deutlich, wie stark vereinfachend eine Aussage wie digitale Medien sind einfach nur ein neues Werkzeug sind. Selbst wenn man die neuen Medien auf diesen Werkzeugcharakter reduzieren würde und selbst wenn man sie vereinfacht als nur eine Komponente darstellen würde, dann kommt man dennoch nicht umhin, die Wechselwirkungen zu anderen Bestandteilen anzuerkennen. Eine zweite Möglichkeit, die neuen Medien in die Mobile-Metapher zu integrieren, zielt auf die Verbindungen der einzelnen Bestandteile ab. Im Mobile sind das die Verstrebungen und die Fäden. Man könnte argumentieren, dass Medien wesentlich für die Verbindung der einzelnen Komponenten untereinander sind. Dann kann man sich fragen, welche Eigenschaften des Mobiles werden dadurch inwieweit beeinflusst. Oder man geht mit einem dritten Zugang radikaler an die Sache heran. Und man definiert Medium als die Umwelt, als die Nährlösung, in der Leben und Interaktion stattfinden. So wie wir beispielsweise sagen, das Medium des Fisches ist das Wasser, so könnte man sich fragen, was passiert, wenn wir das Mobile in einem neuen Medium stattfinden lassen. Wenn wir bei diesem Wasservergleich bleiben, dann würde es für das Mobile ja durchaus Konsequenzen haben, wenn wir das umgebende Medium austauschen, beispielsweise hier die Luft durch Wasser. Bei dieser Denkweise werden die Auswirkungen von neuen Medien buchstäblich umfassend deutlich. Es wird
in bestimmter Hinsicht einfacher, in anderer Hinsicht schwieriger, die Veränderung zu analysieren oder gar zu planen, wenn wir unser Mobile komplett in ein neues Medium versetzen. Es wirkt fast so, als würde sich etwas hinsichtlich der Naturgesetze ändern. Hier beispielsweise in Bezug auf die Schwerkraft oder die Trägheit. Das klingt zunächst nach einer überdrehten Metapher, aber man bedenke zum Beispiel, dass wir in neuen Medien manchmal auch vormals sicher geglaubte Naturgesetze überwinden. Ein Beispiel: Wir können in digitalen Medien an mehreren Orten gleichzeitig sein. Soweit einige Überlegungen zur Mobile-Metapher im Allgemeinen und zur Bedeutung neuer Medien im Rahmen dieser Metapher im Besonderen. Die Metapher des Mobiles wird gerne in der systemischen Beratung oder in der Organisationsentwicklung genutzt. Für mich hilft sie aber auch schlicht beim Reflektieren und Diskutieren von Beziehungen, von Aus- und Wechselwirkungen, von Veränderungen und Blockaden, von Schwung und Widerstand und zum Stellenwert von neuen Medien in all diesen Zusammenhängen. Als Pionier von Mobiles als Kunstform gilt der Bildhauer Alexander Calder. Wir glauben, das ist sein Werk, das ist er nicht, das ist er. Ihm wird das folgende Zitat zugeschrieben. Wenn alles klappt, ist ein Mobile ein Stück Poesie, das vor Lebensfreude tanzt und überrascht.